Und das, was jetzt kommt, das dürfte wehtun, vor allen Dingen vielen Union-Fans. Denn Thorsten Matuschka, 9 Jahre Union, Union-Legende, Ex-Kapitän, er geht. Er hat einfach keine Lust mehr, weiter auf der Bank zu sitzen, will lieber noch ein paar Türchen schießen und Fußball spielen. Und das tut er künftig bei Energie Cottbus. Dort wird er morgen Mittag offiziell vorgestellt. Und Thorsten Michels berichtet über einen Transfer mit hohem Emo-Faktor. Thorsten Matuschka, du bist der beste Mann. Thorsten Matuschka, du kannst, was keiner kann. Thorsten Matuschka, hau ihn rein für den Verein. Also ich habe ja schon seit 14 Tagen die Vermutung gehabt, dass Tuschel irgendwo auf dem Absprung ist. Weil der kriegt ja überhaupt keine Chance mehr. Ich meine, er war vorher Saison unser bester Mann. Weiß ich nicht, was da vorgefallen ist. Kann das voll nachvollziehen. Ich persönlich finde es nicht gut, wenn es seine Entscheidung ist. Wo kriegt er schon noch einen 3-Jahres-Vertrag, wenn Union ihn nicht mehr möchte? Das ist schade, wenn der weggeht. Da letztes Mal der Topscorer von der zweiten Liga gewesen. Jetzt kriegt er keine Chance mehr aus irgendwelchen Gründen. Sein letzter Auftritt bei den Eisernen. Matuschka gestern beim Training. Sportlich war er zuletzt zweite Wahl in Köpenick. Erste Wahl in Cottbus ist ihm lieber. Doch sie haben sich bei Union schwer getan, ihn gehen zu lassen. Das war dem Präsident schon am Freitag im Union-Vereins-TV anzumerken. Das ist für uns als Verein nicht leicht, weil ich auch vor der Saison schon mit Tuschel gesprochen habe. Ich habe gesagt, dass ich ihn ganz klar hier sehe, auch nach dem Ende seiner Karriere ihn ganz klar hier sehe. Aber er ist natürlich ein Fußballer, er will noch Fußball spielen. 9 Jahre bei Union sind nun zu Ende. Aus der Oberliga in die zweite Liga haben sie sich mit Matuschka gespielt. Dass er zurückkehrt in seine Geburtsstadt und zu seinem Ex-Club, tut den Berlinern weh. Doch Matuschkas Verdienste gaben den Ausschlag. Ja, die Nähe, die ich persönlich auch zu Tusche habe und der Respekt ihm gegenüber, dass ich ihm eine Chance, die er in Cottbus hat, und nach meiner Information hat er ein Angebot gekriegt über 3 Jahre. Auch nicht verbauen will. Nun freuen sie sich in Cottbus darauf, dass Matuschka solche Freistöße nicht mehr gegen, sondern nur noch für die Lausitzer schießt. Der Energiecoach war jedenfalls schon gestern begeistert. Sportlich sind wir klar. Ich hätte Tusche gern bei uns in der Mannschaft. Tusche wird bei uns gern kicken. Los geht's.